Starke Männer von noch stärkeren Männern an den Rand der physischen Erschöpfung gebracht. Der Sport ist halt faszinierend, weil die jedes Mal wirklich an den Limit gehen und ich glaube, so oft welche einstecken, wo du sagst, er muss K.O. sein, wieder aufstehen und weitermachen. Weil ich glaube, das Training ist auch brutal hart. Jetzt haben wir eine Stunde gemacht, das ist komplett der Unterschied zu unserem Training. Und es war echt mal interessant, das zu sehen und ich muss sagen, ein taffer Sport. Ja, du hast schon mal einen heilen Respekt. Also es ist brutal, da kommt erstmal so ein Schatten auf dich zu und du meinst, wow. Aber dabei sind halt alle super freundlich, waren alle echt extrem nett. Und ich glaube, du musst im Endeffekt so sein für den Sport, sonst hast du da, glaube ich, nichts verloren. Brutaler Sport. Würde ich nicht gerne machen. Als die Sportler da reingekommen sind, dachte ich mir nur, hui. Also gegen die möchte ich nicht wirklich gerne kämpfen. Totale Monster. Komplett durchtrainiert. Also es war wirklich schon eine andere Klasse. Die totalen Monster, angeführt von MMA-Legende Forrest Griffin, sind in den Fitnessraum des Berliner Wellblechpalastes gekommen, um den Eishockey-Cracks der Berliner Eisbären um den dreifachen deutschen Meister Laurin Braun Grundtechniken ihrer Sportart beizubringen. Einmal war das Greifen zum Beispiel, dass halt wir immer wissen, wie wir greifen, unter den Arm durch. Dann war quasi wie so ein Schwitzkasten, dass wir die Technik lernen, unter die drei Schläge haben wir gelernt noch, mit links, rechts und dann diesen komischen, ich weiß, wie man das nennt. Und es war sehr interessant und eigentlich haben es alle ganz gut gemacht, haben sie gemeint. Gerade das körperliche Aufeinandertreffen hinterlässt bleibende Eindrücke. Wenn die mal kurz nach vorne einen Schritt machen, da ist alles hart fest, das tut schon ein bisschen weh. Und auch wenn die schlagen, also ist schon ein Unterschied. Die haben die Geschwindigkeit dabei, die ist nicht zu unterschätzen und ist also Riesenrespekt. Schlagende Argumente besitzt auch die Nummer 4 der Weltrangliste im Strohgewicht der Frauen. Die junge Amerikanerin wirkt zunächst unscheinbar und steht stets mit Rat und Tat zur Seite. Die Technik, die sie hat, die war unglaublich und Power und alles so schnell hintereinander, das war unglaublich. Also sie hat ja viel mit mir die Übung gemacht und da also musste ich auch mal ab und zu mal aufpassen, dass ich nicht gleich auf dem Boden liege bei einfachen Übungen. War schon beeindruckend. Als nächste Übung des Trainings steht Boxen auf dem Programm. Ein guter MMA-Kämpfer muss, weil die Sportart ein Mix aus verschiedensten Kampfsportarten ist, natürlich alle Facetten beherrschen. What do you need to be a good MMA fighter? Was man braucht, um ein guter MMA-Kämpfer zu sein, sicherlich sehr, sehr viele Eigenschaften. Sicher auch welche, die du als Eishockeyspieler brauchst. Eine gute Athletik, gute Koordination, Technik, Ausgewogenheit. Das sind die Grundlagen jeder Sportart und diese brauchst du auch als MMA-Kämpfer. Zum Abschluss der Trainingseinheit sind Schlagfertigkeit und Nehmerqualitäten gefragt. Ich kann meinen Nacken nicht mehr richtig bewegen durch die ganzen Übungen. Es war anstrengend, sehr anstrengend. Gelernt, ja, was habe ich jetzt gelernt? Nicht viel eigentlich, außer ein paar Techniken, so ein bisschen Grundwissen. Erschöpft, ausgelaugt und müde, doch stellen die großen Jungs und die taffe Dame den Eisbären ein gutes Zeugnis nach der knapp einstündigen Trainingseinheit aus. Man merkt ihnen natürlich durch das Eishockeyspielen an, dass ihre Beinarbeit sehr gut ist und sie natürlich deswegen auch über viel Kraft in den Beinen verfügen. Sie sind generell alle sehr fit und es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit ihnen zu trainieren, ihnen etwas beizubringen und zu sehen, dass sie es auch umsetzen können. Neue Eindrücke und die Gewissheit, dass Grundlagen für beide Sportlergruppen mit Sicherheit mentale Stärke und körperliche Austrainiertheit sind, sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man gerade als MMA-Kämpfer ganz genau wissen muss, was man tut, wie man es tut und worauf man sich einlässt.